Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 2 Rage Burst mit mir, dem Leviathan 2. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das ist immer noch auf die QB-Mission warten. Oder mal die QB-Mission freischalten. Hier jetzt gegen die nächste Mission, gegen einen Kabbala und einen Hannibal. Ja. Nein. Ich nehme dann doch hier lieber wieder Gil mit. Gil wirft ab und zu auch mal noch Heilgegenstände auf den Boden und das ist nützlich. Sonst passt das eigentlich. Haben wir alles? Ich denke schon. Neutrale Waffen. Neues Schild, neues Schrot, ja. Wir müssen halt einfach schauen, wie wir das hier... Oder wie wir die Aragami hier erledigen. Okay. Hannibal zuerst, hä? Eisbombe, Eisschrot und dann... Der wird sich nicht ganz so erledigen lassen. Ich hoffe, er gibt so gute Waffen wie im ersten Spiel. Wäre vom Vorteil für uns. Komm schon. Die besten Feuerwaffen sollen mir gehören. Und ich will wissen, wie eine Hannibal-Sensor aussieht. Wenn es eine Hannibal-Sensor gibt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der Typ ja auch noch unsere Gruppe schön aufreißen wird. Schätze, einen Kampfstil zu haben, mit dem die Leute ja nicht so gut klarkommen. Oh, 800 Schaden? Okay. Wir haben... Hat sich nur bewegt. Ja, macht die nur den gleichen Angriff. Ich will doch mal. Okay, und jetzt haben wir dort den Schwächeren. Hier habe ich Burst bekommen. Und am Boden liegt, reinhauen. Okay, er blutet schon. Ist das... Haben sie ihm die Leben ein bisschen... Okay, ich habe... Ich habe unendlich Burst. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, aber ich genieße es mal. Das ist ein Effekt, den der Redami hier sieht. Oh, wir haben seinen Rücken kaputt gemacht. Das macht Hannibals meistens unglücklich. Yep, das macht Hannibal ziemlich unglücklich. Wer ist mir? Größtenteils. Ich glaube, die haben wirklich dem Hannibal ein bisschen Leben gestohlen. Ich habe keine Reichweite mit der Waffe. Alle unendlich? Oh, Gott, danke schön, Onkel Po. Ich frage mich, ob alle unendlich Burst haben. Und wie? Ja, jetzt hat man alles wieder, oder? Dafür ist die Sense auch toll. Einfach alles nieder, man. Wollte er hier nicht pressen, dann muss es doch irgendwas rumliegen. Danke, dass das im Weg ist. Hier. Toxinmetall. Okay. Und immer noch Burst. Fossilzweig. Ich frage mich, ob... Keine Ahnung.
Liegt das an der Mission oder ist das ein Story-Element, das wir hier jetzt endlich Burst haben? Aber ich glaube, es gibt hier noch irgendeinen Modus, den man hineingehen kann. Den sieht man quasi im Opening-Video. Und ich glaube, ich habe schon mal ein Video davon gesehen, aber ich habe mich nie damit beschäftigt, was dieser Modus eigentlich ist. Ich habe mir gedacht, der wird schon erklärt, wenn man dann im Spiel so weit ist. Weiß jetzt nicht, ob sie jetzt eben mit dem hier quasi darauf hindeuten wollen. So, guten Tag, stirb bitte. Ah, okay. Ja. Was war er der Grund, warum das wir ihn endlich Burst haben? Da war gerade etwas von Sektionsfall. Oder ist der Grund, dass wir nicht mehr endlich Burst haben? Auf weg zu rennen, die Feigling. Geboro, der am Deus Peter Quest nach. Und halb so schön geworden ist. Keine Ahnung, nicht wirklich. Geboro ist schon hässlich. Also hier der Kapala. Der scheint jetzt auch nicht so auf seine Zahnhygiene. Du bist immer wirklich schwach, Junge. Reins. Und ich bin mal weg. Dankeschön. So. Haben wir noch mehr? Noch Gegenstände. Noch 16 Sekunden. Ah, da kommen wir nur raus. Wenn nicht gerade mitten im Gebiet gespawnt werden. Ich sehe es nirgendwo blitzern. Schade. Weiter kommen wir nicht. Noch kein hartes Polycarbonat. Oder vielleicht ist das ein Effekt der Kombination der ganzen Waffen, die ich gemacht habe. Keine Ahnung, wir haben ziemlich viel gebrochen. Also. Ich habe ja da, was weiß ich, wie viele mysteriösen Fähigkeiten in meine Waffen hineingepumpt. Vielleicht hat es ja das irgendwie geschafft. Ja, merken wir dann, wenn wir bei der nächsten Mission auch einfach unendlich Burst haben, dann habe ich irgendwas richtig gemacht bei der Fähigkeit-Kombination. Okay, Lindo, das Forschungsteam sagte uns, dass wir bereit sein sollen, jeden Moment aufzubrechen. Darum bereite ich mich vor, es mit dem berüchtigten QB aufzunehmen. Halte mir den Rücken frei, wenn es soweit ist. Natürlich. Irgendwelche Fragen? Wie ist die Lage? Erst vor kurzem hat jemand QB in Bewegung gesehen. Das Forschungsteam verfolgt ihn gerade. Wir grenzen langsam seine Position ein. Bald können wir auf die Jagd gehen. Mach dich bereit, solange du kannst. Okay. Da heißt wahrscheinlich noch so ein, zwei Missionen, bevor es losgeht. Lindo sagt, er mache sich für den Kampf gegen QB bereit. Aber alles, was er tut, ist rumzusitzen. Meint er das ernst? Irina, du bist immer noch grün hinter den Ohren. Hast noch nie von mentalem Training gehört? Natürlich habe ich das. Du meinst, dass er mentales Training macht? Ganz genau, er hat wahrscheinlich schon Dutzende QB auf dem Schlachtfeld in ihren Kopf besiegt. Wirklich? Wow. Du musst mir unbedingt ein paar Tipps geben. Ich glaube nicht, dass Lindo das macht, aber... Ich glaube, ich fange mit mentalem Training an, so wie Lindo. Ich glaube nicht, dass Lindo das macht. Ich glaube, der ist eher so... Ich genieße noch die freie Zeit, die ich habe, bald gibt's Ärger. Aber wer weiß, Lindo hat sehr lange auf dem Schlachtfeld überlebt. Letztes hat mich Gil plötzlich gebeten, ihm das äußere Ghetto zu zeigen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, warum.
Gil will diesen Ort wirklich beschützen. Wenn du auch irgendwas wissen willst, frage einfach. Solange es nicht ums Lernen geht. Ich habe etwas freie Zeit, das kam ich her. Ich fühle mich hier immer so wohl. Satsuki sagte, sie fühle sich hinter dem Lenkrad am wohlsten, aber da lässt sie einfach nur Dampf ab. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich folge Yuno seit ihrem Debüt. Ich bin schon lange ein Fan. Ich könnte jahrelang erzählen, oder ihr Debüt? stell mir gar nicht erst Fragen zu Yuno. Ich kann stundenlang über sie reden. Okay. Ich glaube, wir wollen nicht übers Essen reden im Moment. Ich habe mich letztens von Kota durch das äußere Ghetto führen lassen. Es gibt zu viel, was ich nicht über Fernost weiß. Es hilft zu sehen, wofür wir hier kämpfen. Ich habe so viele Gerüchte gehört, dass ich ganz neugierig bin. Was für eine Fahrerin ist Satsuki wirklich? Yuno beschwert sich immer, dass ich zu rasant fahre. Aber es macht einfach keinen Spaß, langsam zu fahren, oder? Außerdem verfolgen einen die meisten Aragami dann nicht. Es wäre so gut, sie in einer Staubwolke hinter mir zu lassen. Ja, ich stelle mir Autofahren als ziemlich mühsam vor, wenn auf einmal ein Varia anfängt, hinter dir herzurennen. Da Mutsumi weg ist, kann ich mit den heutigen Rationen machen, was ich will. Na dann legen wir los. Was, ein Zettel? Jeder, der das Essen ohne Erlaubnis anfasst, bekommt 3 Tage gar nichts. Ich habe noch gar nichts angefasst. Ich werde nicht bestraft, oder? Tja, da wusste die Küche wohl, was abgeht. So, was ist unsere nächste Mission? Eine Deus-Frage. Okay, es ist die Quastriga Deus-Frag. Deus-Frage. Deus-Fake. Okay. Ich weiß nicht mehr gegen die Scheuleuter, glaube ich, mit Blitzen. Also ist das Feuer, Eis oder göttlich? Naja, wir passen ja eh nur die Schusswaffe an. Passt schon. Jetzt will ich dann wissen, ob ich wirklich die ganze Zeit Burst habe, wenn ich einmal Burst hole. Sorry. Okay. Also, von dem hier habe ich noch nichts. I'm so sorry. My estimate was off. The large hostile is here far earlier than anticipated. Transmitting entry point. Wenn wir die Kleinen schon erledigt haben. Ist der dort hinten gespawnt? Ja. Dort hinten läuft es. Naja. Im Gang möchte ich ihn eigentlich nicht wirklich bekämpfen. Das ist so. Wir haben ja so ein schön offenes Feld, das soll er hier rauskommen. Da treffen seine Raketen eher, aber seine ganzen Körperattacken sind hier ein bisschen einfacher zu kontrollieren. Weil im Gang ist einfach jede Bewegung, die er macht, trifft dich. Seht euch dieses majestätische Panzer-Dings an. Spiralhorn. Hat schon mehr Schaden. Es scheint ganz gut zu funktionieren. Kampfangriff dafür zu nehmen. Ah nein, das setzt Heiligangriff ein. Okay, ja, ist eine Deus-Frage, also natürlich setzt der Heiligangriff ein. Okay, der war nicht fair. Dann machen wir es jetzt halt so. Jetzt geht's nicht los. Gut zu wissen. Rauchstreuer. Klingt jetzt nicht nach dem Überangriff okay. Ich würde gerade sagen, dafür, dass es ein Deus-Fragen-Angriff ist, aber. Okay. Und, das war die falsche Seite, aber okay.
Ja, ja, ich habe so viele Medics dabei, ich muss mich nicht um dich hier kümmern. Wir sollten ein bisschen, wir sollten die Front zerstören, oder? Eigentlich. Weg hier! Ich will der Heilige angreifen. Nee. Ich habe die Schrotflinte, jetzt ist es nicht mehr so einfach, seine Raketenwerf oben zu erledigen. Ah ja, geht er wieder fressen. Vielleicht kann ich es mit Bomben erwischen. Jupp, kann ich, macht nur keinen Schaden. Spiel, warum so grausam zu mir? Dankeschön. Ihr seid so nett zu mir. Komm schon. Irgendwie. Die Dinge hier oben erledigen. Ich kann auf deinen Kopf erledigen. Macht nicht so viel Spaß. Oh ja, das ist. Schüsse gegen seinen Kopf bringen nicht viel. Nahkampfangriffe oder bringen sie mehr. Ich könnte ihn ja schneller töten, wenn ich einfach nur seinen Kopf angreife, aber ist ja nicht nur, dass sie ihn schnell zu töten, ist ja auch. Wir wollen ja auch was dafür bekommen, ihn zu töten. Und ich nicht weiß, was wir von ihm hier erwarten können. Ja, ich schlag das so lange ins Gesicht, bis du aufgibst. Missile Pods erledigt. Ja. Ich hab gedacht, da fehlt's doch noch an einer Kette. Oh, der hat wehgetan. Das ist ihm. Ach so, ja. Teleportierende Raketen. Genau, da war ja was. Schießt du nur deine Raketen ab? Ich versuche dich hier einfach mal. Oh ja. Dankeschön, Spiel. Okay, nicht mehr danke, Spiel. Nein. Ich habe noch nicht alle Leben. Ich vergesse immer wieder, dass ich durch Burst heile. Also, warum soll ich nicht quasi versuchen, die ganze Zeit Burst zu haben? Meiner. Ja, auf den eh nicht. Okay, der hat mich irgendwie von hinten erwischt. Und der hat mich von vorne erwischt. Ich heile mich. Also, wenn ich zu wenig Leben habe, dann gehe ich einfach wieder passiv. Die Sache mal. Das hier.
Na, so viel Schaden macht das nicht. Lohnt sich kaum. Eins. Man vergisst immer wieder die Raketen. Extra Reichweite beim Zurückspringen. Das ist sowieso nicht zu viel Schaden machen sollte. Oh ja. I'm eating ass. Ab ins Gesicht. Bis wir quasi mal den. Bis wir irgendwann mal das. Den Brustpanzer. Erwischen. Hier. Nochmal hier. Ja, ich behalte mich einfach mal in der Zeit, okay? Dumme Idee, das Frage. Durch das blöde, durch den blöden Brustpanzer durchzubrechen. Wir haben noch nichts außer seinen elenden Missile-Port zu regeln. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Also, dass nur das weg ist. Das war so ein, das ist so ein trauriger unten krank, sagt man den? Decapitation Shop? Yep. Oh je, 10 Minuten schon? Naja, es ist ein Tank, also im wahrsten Sinne des Wortes. Oh nein, er ist wütend. Oh wow. Er ist ein Panzer mit Interdimensionalraketen, wie auch immer das funktioniert, aber wir schleudern hier Laser, also könnte ich hier jemand killen. Kann ich das weg, oder? Müsste jetzt noch den hier machen, oder den block ich einfach. Okay, K.O. Wirklich? Ich hab gedacht, er geht schneller tot. Ja, hier kommen wir hier. Ein Buch hinten. Die Bibliothek. Ich glaube zwar nicht, dass es in der Bibliothek hartes Polycarbonat gibt, aber wissen werde ich es erst, wenn ich nachgeschaut habe. Bitte lass mich wenigstens noch einen Gegenstand aufnehmen. Ja, das wird reichen. Toll! Ja, okay, von mir aus. Kein hartes Polycarbonat, aber reines Gold habe ich gefunden. Hochbelohnung ist nicht viel, aber. Werkzeugkasten direkt. Verhauen war automatisch. Kaschmir. Okay, wirklich nicht viel. Danke für eure Zusammenarbeit. Und. Das klingt danach, als ob sie den QB gefunden hätten. Okay. Wir haben den QB lokalisiert. Ich erteile die Mission zur Eliminierung. Verkehrtungstrupp, macht euch sofort auf den Weg. 3 Mitglieder vom Blood, Captain ausgenommen, sowie die 1. und 4. Einheit sichern das Gebiet und erledigen alle sonstigen Nagagami, damit sich der Verkehrtungstrupp auf den QB konzentrieren kann. Hibari Takeda.
Kutter hier, erste Einheit. Ich habe die Missionsbestätigung und begebe mich vor Ort. Wir beschäftigen die Aragami dagegen. Vergeltungstrupp, der Rest gehört euch. Und was Kota gesagt hat. Keine Panik, ich halte alle Aragami auf. Konzentriere dich bitte einfach auf den Kampf. Okay. Jetzt ist vielleicht Zeit, Charakter-Stories zu machen, um uns noch zu aufzupowern. Aber mal schauen. Denkt alle dran. Unser Ziel ist es, den Kern des QB und alle und die darin enthaltenen Retro-Orakel-Zellen einzusammeln. Also, los geht's. Nicht den Kopf verlieren. Ja, sag's es einfach. Wenn wir die Verstärkung mit einbeziehen, liegt die Anzahl an bestätigten Aragami nahe, dass unsere Formation... Oh, hallo Captain, es ist endlich Zeit, den QB gegenüberzutreten, oder? Der Rest von der Blotteinheit wird sich um die Umstände in Aragami kümmern, damit du dich auf den QB konzentrieren kannst. Ja, ich zähle auf dich. Du kannst dich auf mich verlassen, Captain. Komm ja mit uns zurück. Okay. Da bist du ja, ich habe dich erwartet. Das Forschungsteam hat QB endlich gefunden. Das heißt, Cradle und Lord können jetzt gemeinsam aufbrechen, um den QB zu erledigen. Du wirst Cradle auf dieser Mission begleiten. Hey, bleib locker, das wird wie jede andere Mission auch. Sobald du bereit bist, nimm die Mission an, damit wir gehen können. Okay. Es ist also endlich Zeit, den QB zu bekämpfen. Es ist nicht meine Art, nervös zu sein, aber ich bin's trotzdem. Hey, Lissa, warum denn so ernst? Mach dich locker, Kleine. Ganz cool. Lindo, hör auf. Ich weiß. Aber du hast recht. Es ist nur eine weitere Mission. Ja, gegen einen laserschießenden, dreischwänzigen Fuchs. Endlich können wir die Retro-Orakelzellen in die Finger kriegen. Ich warte auf gute Neuigkeiten. Für die Zukunft der Menschheit musst du dich der Dunkelheit kühn stellen, edler Captain. Die Götter der Gerechtigkeit wachen über dich. Hier, jetzt musst du nichts mehr fürchten. Geh, hab keine Angst. Kämpfe voller Stolz. Hab gehört, du erledigst mit Lindo und dem Rest einen QB. Sie sind alle unglaubliche Kämpfer. Du eingeschlossen. Darum mache ich mir keine Sorgen. Komm einfach zurück. Es ist endlich Zeit, QB gegenüberzutreten. Ich will ihn auch unbedingt bekämpfen. Aber Cradle hat ewig nach ihm gesucht, oder? Ich sollte ihn ihnen überlassen. Captain, überlass die Unterstützung uns. Hau diesen QB von uns allen eine rein. Den Video nach zu urteilen ähnelt er anderen Naragami. Aber Captain, wird er nicht unachtsam. Er ist schon speziell. Gott sei Dank, keiner hat meine Vorräte angefasst. Ich schätze, meine Nachrichten haben funktioniert. Sie waren eigentlich Gils Idee. Er meinte, dass solche Sachen bei Nana sehr gut funktionieren. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ist es wirklich einfach nur die QB-Mission oder so eine mehrere Tage-Mission? Das Forschungsteam hat uns die Position des QB geschickt. Viel Glück auf der Jagd. Der goldene Fuchs. Okay. Ein QB. Cradle hat einen einzelnen QB. Okay, ja. Sobald du brich bitte auf. Ist es die einzige Mission, die ich annehmen kann? Nee, ich kann noch andere. Gut. So, dann, ich denke, ich mache beim nächsten Mal Charakter-Episoden, damit ich vielleicht noch Sachen upgraden kann. Mal schauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.